Plumpe-Exemplare werden am besten in einem Stück am Spieß gebraten und mit Limetten und einer Scheibe Speck gefüllt. Man sollte sie regelmäßig begießen, um eine saftige Keule zu erhalten. Entfernen Sie die gesamte Behaarung des Punktkäfers, wickeln Sie die Bestie zusammen mit einer halben Zitrone in Folie und legen Sie sie direkt auf den Grill. Die Folie schützt den Panzer davor anzubrennen und die Zitrone verleiht dem Fleisch ein leichtes Zitrusaroma. Die fleischigen Flanken dieses Punktkäfers geben unglaublich saftige Steaks ab, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Für eine Suppe voller Glückseligkeit sollte die gesamte Bestie fein passiert und mit süßer Sahne, Artischockenherzen und einer Prise schwarzem Pfeffer gekocht werden. Langsam erhitzen, bis die Suppe kocht. Reichhaltig und cremig. Am besten gegrillt und auf einem Bett aus frischem Spinat und Blauschimmelkäse angerichtet. Obwohl die Zubereitung recht schwierig ist, ist diese exquisite Kreatur die Mühe mehr als nur wert. Eignet sich hervorragend für Fajitas. Für ein unvergleichliches grünes Curry zuvor die Haut des getupften Punktkäfers abziehen, die saftigen Innereien pulverisieren und langsam dämpfen, bis die Küche vom Duft erfüllt ist. Die Innereien entfernen und mit Salbei und gut gereiften Prosciutto füllen, danach braten, bis die Haut goldbraun ist, das ultimative Festessen. Diese dürre Kreatur bietet nur wenig Fleisch. Ihre Augen sind aber eine örtliche Delikatesse. Probieren Sie sie mit Eibisch und einem Klacks saurer Sahne. Kein Ofen, kein Problem. Diese brutzelnde Bestie kocht sich praktisch wie von selbst. Vergessen Sie nicht, die Steaks vor dem Essen sorgfältig zu löschen. Gebackene Knödel ohne Rührteig mit vollem Geschmack und nur halb so viel Fett. Hacken Sie das Fleisch und würzen Sie es mit Piment, Salz und weißem Pfeffer. Pressen Sie das gewürzte Fleisch in Bratwursthaut und braten Sie es in der Pfanne mit frischen Zwiebeln. Servieren Sie die Bratwürste mit Dijon-Senf und Sauerkraut. Es können auch Brötchen gereicht werden. Braten Sie diese geschmacksvolle Bestie für mehrere Stunden im eigenen köstlichen Saft. Keine Sorgen, von wegen Sie könnten diesen Braten zu lange kochen. Er ist brandsicher. Die unvergleichliche Feuchtigkeit dieser Bestie lässt Ihr Fleisch auf ebenso unvergleichliche Weise im Mund zergehen. Reinigen Sie das Stück sorgfältig vom Sand. Ziehen Sie das Exoskelett zurück und schlürfen Sie herzhaft. Schneiden Sie das Fleisch in zarte Koteletts und würzen Sie großzügig mit Limetten und grob gemahlenem Pfeffer. In der Pfanne braten, bis eine leichte Kruste entsteht. Servieren Sie das Fleisch mit Wasserkresse und würzen Sie es mit frisch zubereiteter Tamarindensoße. Schneiden Sie die federleichte Haut dieser Kreatur in dreieckige Stücke. Backen Sie diese, bis sie knusprig sind und salzen Sie großzügig. Perfekt geeignet zum Dippen in frischer Mangosalsa. Hängen Sie diese Kreatur auf einem Rost und lassen Sie sie an einem heißen Nachmittag an der Sonne trocknen. Wenn der gewünschte Grad an Knusprigkeit erreicht ist, mahlen Sie die gedörrte Bestie zu feinem Pulver. Hervorragender Ersatz für Cheyenne-Pfeffer oder Curry. Entfernen Sie die Kanone und das Munitionsdepot
Klopfen Sie danach das Fleisch mit einem schweren Klopfer weich. Backen Sie dieses mit karamellisierten Zwiebeln und Braunwurzelsprossen in heißem Fett. Auf weißem Reis anrichten und mit Chilisauce übergießen. Ein wichtiges Würzmittel für Gumbo und Jambalaya. Auch köstlich in Suppen, Brühen und Marinaden. Diese wertvolle Köstlichkeit ist äußerst selten. Zu Hause könnte ich sie für ein Vermögen verkaufen. Und dann könnte ich mit dem Erlös meine Küche renovieren, Zutaten von galaktischer Güte kaufen und eine eigene Kochshow produzieren. Der Insektengourmet. Suchen Sie nach einem Geschmack, der Ihre Gäste überrascht und erfreut? Das Aroma dieser Bestie mag Ihre Gäste zwar überraschen, sich aber nicht erfreuen. Für eine unvergessliche Quietsche schneiden Sie diese Kreatur in Streifen, vermengen Sie diese mit 4 Eiern, 2 sonnengereiften Tomaten, gewürfelten Zucchini, einer ordentlichen Portion Feta und Schweizer Käse. Backen Sie das Gemisch, bis eine goldbraune Kruste entstanden ist. Diese Bestie ist besonders wohlschmeckend, wenn sie kurz nach der Eiablage gefangen wird. Verteilen Sie mehrere Exemplare auf dem Boden einer Kasserolle und belegen Sie diese mit Avocadoscheiben. Backen Sie das Ganze, bis das Fleisch durch ist und der Käse eine goldbraune Kruste hat. Malen Sie diese Bestie fein und vermengen Sie sie mit Zucker, Sahne und geraspelter dunkler Schokolade, um ein köstliches, beinahe zügelloses Mousse zu erhalten, das einem kulinarischen Gnadenstoß gleicht. Mit einer Prise Salz in der Schale kochen, bis eine leuchtend rote Farbe erreicht wird. Kochend heiß mit Soße, Tartar servieren. Köstlich in der Pfanne geschmort oder sautiert mit Frühlingszwiebeln und roter Salsa Genovese. Vor dem Kochen unbedingt die elektrische Ladung ableiten. Obwohl es möglich ist, einen Anodenkäfer zu verzehren, solange er noch aufgeladen ist, könnte dieser Versuch zu einem unangenehmen Nervenkitzel führen. Kurz mit Knoblauch und roten Chilischoten in einer heißen Pfanne anbraten. Dann mit geriebenem Gorgonzola bestreuen. Die Gäste könnten die Beine nicht besonders appetitlich finden. Daher sollten Sie diese vor dem Servieren entfernen. Von der Schale befreien und bei starker Hitze backen, bis es knusprig ist. Danach in geschmolzener Milchschokolade tunken. Vor Verzückung schmatzender Lippen sind garantiert. Entfernen Sie die Flügel und marinieren Sie ein durchwachsenes Steak für mehrere Stunden in einer Paprikamarinade. Anschließend gut durchbraten. Entfernen Sie die Flügel und werfen Sie den Rest der Bestie weg. Genießen Sie die luxuriöse, waffeldünnen Flügel mit köstlichem Kaviar vom Wasserklößling. Entfernen Sie die ballonartigen Luftsäcke und drehen Sie den fleischigen Bauch durch den Wolf. Formen Sie das Fleisch zu kleinen Kuchen. Braten Sie die Kuchen in der Pfanne, bis eine Kruste entsteht. Aber überhitzen Sie das delikate Fleisch nicht. Garnieren Sie vor dem Servieren den Teller mit den leuchtenden Luftsäcken. Selbst der kritischste Gast wird von der farbenfrohen Präsentation hingerissen sein. Lösen Sie das Fleisch vom Exoskelett und braten Sie es in einem heißen Wok von allen Seiten an, um den Geschmack zu versiegen. Reichen Sie zu diesem Gericht eine würzige Erdnusssoße. In Geschmack und Konsistenz ähnlich wie Gelatine, kann diese wackelnde Masse von Gelee in alle möglichen kreativen Formen gebracht werden. Zusätzlich dient es auch noch als professionelle Haargel. Perfekt für einen coolen Sommer.
Wie bei edlem Käse kann das Aroma dieses Wesens etwas beherrschend wirken. Aber diesen Geschmack muss man erlebt haben, um ihn zu glauben. Lässt sich auch zu laktosefreiem Brotaufstrich verarbeiten. Die Suche nach einer edlen, proteinreichen Alternative zu Speckwürfeln als Salattoping ist vorüber. Mahlen Sie diesen würzigen Arak zu staubfeinen Teilchen und verteilen Sie diese großzügig über Ihren Salat, um sofort Flair und Geschmack zu vermitteln. Rohe Zaparks könnten zu einem unvergesslichen Sushi-Erlebnis werden, doch bei der Zubereitung ist die präzise Hand eines Meisters gefragt. Ansonsten könnte der Verzehr in einer blitzreichen elektrischen Explosion apokalyptischen Ausmaßes enden. Nicht essbar. Die Effekte, die durch den Verzehr entstehen, beinhalten unkontrolliertes Schwenken der Arme und enthusiastisches Geschirrspülen. Selbst bei extremer Hitzeeinwirkung entweichen nicht alle Giftgasvorräte dieser Kreatur. Vermutlich ist es für jeden das Beste, vom Verzehr dieser gefährlichen Mahlzeit abzusehen. Diese flammende Spezies entzündet sich bei Zungenkontakt, nur zum Verzehr durch Abenteuerlustige und Leute mit Aspenzungen empfohlen. Mit Kräutern und Öl in der Pfanne braten, bis außen eine leichte Kruste entsteht und das Innere noch rosa ist. Ergänzen Sie den pikanten Geschmack mit einer leichten Buttercremesauce. In Bierteig ausgebacken entsteht eine Hausmannskost, die so schnell nicht vergessen werden. Orkaloks sollte man am besten fein hacken, zu Pasteten formen und auf dem Grill über offener Flamme braten. Mit Tomatenscheiben, Salat, Zwiebeln und Ketchup zwischen den Hälften eines Sesambrötchens ist dies der beste Bestienburger, von dem sie jemals kosten werden. Wackelquappen können roh verzehrt werden, sind aber noch wohlschmeckender, wenn sie gedünstet oder gegrillt werden, geradezu himmlisch in Risotto. Experimentieren Sie ruhig mit dieser saftigen Zutat. Die harte Textur dieser Blume macht sie für Salate ungeeignet, aber ihre leuchtend blauen Farbe sorgt für eine grandiose Dekoration. Diese würzige Blume entzündet sich bei Kontakt mit der Zunge. Halten Sie flammenhemmende Gewürze in Reichweite. Die sauren Säfte dieser Blume können glatt ein Loch durch die Bratpfanne brennen. Sie zu essen wäre nicht klug. Diese angenehm wirkend lila Blume sondert ein dunkles, stark duftendes Öl ab, das jedes Salatdressing überflüssig macht. Diese flüchtige Schönheit welkt bereits Sekunden nach dem Pflücken und ist daher zum Kochen nicht geeignet. Der Verzehr dieser Pflanze führt zu spektakulären, atemberaubenden Verdauungsstörungen. Dünn aufgeschnitten wird die ansehnliche Knolle dieses Jägers zu einem opulenten Belag für jede Pizza. Die superbe Verschmelzung von saftigem Fleisch und blattrigem Grün stellt sicher, dass das Rutschblatt zum neuen Spinat avancieren wird. Spektraliten bieten nun wirklich nicht besonders viel Fleisch, aber die eleganten, exquisiten Flügel sind überraschend köstlich, besonders wenn sie süß kandiert serviert werden. Obwohl die Eier nur klein sind, verfügt der Dotter über einen auffallend würzigen Geschmack. Versuchen Sie, sie in der Pfanne zu braten, zusammen mit Fleisch Ihrer Wahl und frischem Gemüse. Ein Rührei der ganz besonderen Art. Nicht essbar, schmeckt wie schon mal gegessen. Saprophagi sind herzhaft und nahrhaft zugleich, allerdings auch etwas fad und einfallslos.
Mit ein paar Kniffen können sie zwar schmackhaft sein, aber sie beinhalten keine wahre kulinarische Offenbarung. Na, auf der Suche nach den perfekten Hors d'oeuvre, kochen Sie diese Pflanze langsam in einem Holzofen und servieren Sie nur den zarten Kern. Hinreißend frisch oder sautiert, dieser leuchtende Pilz wird bald in den trendigsten Restaurants der Galaxie der letzte Schrei sein. Minder giftig, könnte zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Fieber, Ermattung, Brustschmerzen, Lähmungen, verminderte Knochendichte, Schwermüdigkeit, Wilderraserei, Hemmungslosigkeit, Antriebslosigkeit, Geistesblitzen und vorzeitigem Ende führen. Diese erregende Zutat schmeckt unglaublich frisch, doch muss sie unmittelbar nach dem Pflücken gekocht werden. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, wächst sie innerhalb weniger Minuten. Junge Blätter können nur für Gartensalat verwendet werden. Nutzen Sie die Blüte als Dekoration für Ihre Gerichte. Getrocknet, geröstet und fein gemahlen ergibt die Wurzel dieser Pflanze einen passablen Kaffeeersatz. Entfernen Sie die primitiven, schuppigen Blätter und blanchieren Sie den zarten Rest in einer butterigen Brühe. Nicht essbar, quält Opfer durch starke lähmende Krämpfe. Nicht essbar, bekannte Effekte beinhalten unkontrollierbare Anfälle von plötzlichem Breakdance. Kann frisch aus der Erde verzehrt werden. Schmeckt aber in einer himmlischen Gemüselasagne noch wesentlich besser. Trocknen Sie die Blätter für mehrere Tage an der Sonne und zerstampfen Sie diese danach in einem Mörser. Das so entstandene Kraut verleiht Hammel- und Geflügelgerichten einen erdigen Geschmack. Nicht essbar und trotzdem auf merkwürdige Weise köstlich. Für eine anspruchsvolle Delikatesse sollten Sie aus der Leber dieser äußerst korpulenten Kreatur eine Pastete zubereiten und auf einem Sesamcracker streichen. Schneiden Sie den schlangenähnlichen Torso in dünne Medaillons. Schieben Sie diese zusammen mit Hokkaido-Zwiebeln auf einen Metallspieß und grillen Sie den Spieß über offenem Feuer. Giftig, Verzehr führt zu ausgedehnten Krämpfen und unkontrollierbarer Fröhlichkeit. Um die Zunge vor den Kochvorgang vorzubereiten, sollten sie in Olivenöl mariniert und anschließend in Würfel geschnitten werden. In einen Topf mit Karotten, Kartoffeln und Schnittlauch gut durchmischen, zudecken und für mehrere Stunden bei kleiner Hitze köcheln lassen. Eine herzhafte Sammel passt am besten zu diesem rustikalen Eintopf. Obwohl das Kochen dieser kolossalen Bestie einen Berg von Fleisch ergibt, ist jede Unze davon absolut geschmackslos. Nur brauchbar für intergalaktische All-You-Can-Eat-Buffets. Sie haben nicht gelebt, bevor Sie nicht einen in Minzeln geschmorten Schnapperhals probiert haben. Oder wenn Ihnen der Sinn eher nach etwas Saftigem steht, füllen Sie den Vogel mit einer Dose von Ihrem pikanten Lieblingsnektar, schmeißen Sie alles auf den Grill und lassen Sie die Säfte sich zu einer umwerfenden Getränkereaktion in Schnapperform vermengen. Obwohl das Fleisch einen kleinen metallischen Nachgeschmack hat, gibt das Öl einen Bratensaft, der Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, oder aber eine hinreißende Vinaigrette. Die Kiemen sollte man am besten in einer Kräuter- und Bröselkruste frittieren. Auch pochiert und in feiner Sojasauce getränkt sehr lecker. Nicht essbar. Bekannt für das Auslösen von Massenhysterien, gefolgt von Spasmen in den Beinen und internen Gewittern. Fleisch zum Dessert ist auf Hokkaido der letzte Schrei. Wenn die besten Köche des Planeten von den feinen Sorbets, Kuchen und Parfaits hören, die man aus dem Klauenfleisch dieser süßen Bestie herstellen kann, werden sie nach jedem Happen schreien, den wir mit nach Hause bringen können. Weder kochen noch backen kann den überwältigenden Moschusduft dieser Kreatur löschen.
eignet sich nur zum Bewirten von Schwiegereltern. Rohgenossen sind die luxuriösen Beine dieses Jägers fett und voller Geschmack. Was für eine zufriedenstellende Konsistenz!